Leute und herzlich willkommen hier mal wieder zu diesem brandneuen Video auf meinem Kanal. Vielleicht wisst ihr auch schon, dass ich ein unglaublich großer Fan der Tobey Maguire Spider-Man Filmreihe bin. Also habe ich mir gedacht, yo, mache ich doch einfach mal ein Video zu allen Lego-Sets zum ersten Spider-Man Film. Also hier, viel Spaß mit dem Video. Als erstes müsst ihr wissen, dass es zuerst im Jahr 2002 nur Sets in der Lego Studios Reihe zu dem Thema Spider-Man gab. Die richtigen Sets, also ohne Studios davor, die richtigen Spider-Man Lizenz-Sets kamen dann erst im Jahr 2003, obwohl der Film eigentlich schon 2002 rauskam, komplizierte Sache. Lego Studios war eine Themenreihe, in der ging es so um Filme. Da konnte man quasi so hinter den Kulissen eines Films nachspielen. Da gab es ein Starterpaket und in diesem Starterpaket war so ein Programm mit drin. Und in jedem Set war so eine CD, die konnte man dann in dieses Programm legen und dann konnte man sich so eigene Filme mit den Sets drehen. Das hier ist ein Jurassic Park Set. Es gab damals nämlich auch eine andere Lizenz, und zwar Jurassic Park in der Lego Studios Reihe. Falls ihr wollt, dass ich mein eigenes Video zu Lego Studios mache, dann liked dieses Video. Wenn dieses Video hier 30 Likes bekommt, müsst ihr ganz schön kräftig liken. Dann gibt es nochmal ein eigenes Video zu Lego Studios. Das allererste Set aus der Lego Studios Reihe tatsächlich trägt die Nummer 1376 und ist eine Bank. Mit dabei haben wir die Figur, die Steven Spielberg darstellen sollte. Ebenfalls noch mit enthalten ist ein Polizist, Spider-Man, Peter Parker und ein Bankräuber. Wir haben noch ein kleines Polizeiauto, was ihr hier sehen könnt. Diese Flammen, diese Absperrzäune, diese beiden Leuchten und wie es bei Lego Studios natürlich damals so üblich war, eine Kamera. Das Gebäude an sich finde ich eigentlich auch ganz schön. Also an sich ein relativ gelungenes Set, meiner Meinung nach. Das nächste Set, auch aus der Lego Studios Reihe, hat die Nummer 1374. Und zwar haben wir hier den grünen Kobold auf seinem Gleiter, zusammen mit seinen coolen Kürbisbomben, Mary Jane Watson, ein paar Flammen, diese beiden Leuchten. An sich ein schönes kleines Set für 10 Euro, was das damals gekostet hat. Easy going, ein ziemlich cooles Set auch für den Preis damals. Leider ist es heutzutage deutlich, deutlich teurer. Aber auf jeden Fall sehr, sehr nice. Das nächste Set ist tatsächlich nie rausgekommen. Und zwar ist das die Wrestling-Szene aus dem ersten Spider-Man-Film, wo Spider-Man quasi gegen Bones kämpft, da wo er noch die menschliche Spinne heißt und wo der Moderator ihm quasi den Spider-Man-Namen verpasst hat. Dieses Set ist tatsächlich nie wirklich rausgekommen, aber es gab halt diese Fotos einmal auf Bricklink und auf Brickset. Und der Brick Twains YouTube-Kanal, amerikanische YouTuber, die haben tatsächlich sich das Set nachrebrickt. Auf jeden Fall ziemlich cool, aber das Set ist auf jeden Fall nie rausgekommen, leider. Aber an sich, finde ich, sieht's eigentlich ganz cool aus. Das nächste richtige Set hat die Nummer 10075. Und das soll quasi die Szene darstellen im ersten Teil bei dem großen Festival auf dieser Terrasse da, auf diesem Balkon, wo dann der grüne Kobold kommt mit seinen Kürbisbomben, das da zerstört, wo dann da die bekannte Szene ist, wo MJ dann mit dem Balkon runterkracht. In der Szene kommt auch Stan Lee vor, mit diesem kleinen Jungen, wo Spider-Man ihn dann davor rettet. Ihr kennt die Szene, Freunde. Auf jeden Fall, wenn man beide Lego Studios Sets hatte, also einmal die 1374 mit dem grünen Kobold und die 1376, also die beiden Sets, die ich eben schon gehabt habe, plus dieses Set, die konnte man dann miteinander kombinieren. Also in diesem Set waren quasi nochmal so Ersatzteile mit dabei, womit man dann das Set kombinieren konnte, dass es dann halt diese Szene war. Also wenn man alle drei Sets hatte, konnte man sich dann quasi diese Szene nachstellen. Auf jeden Fall ganz nice. Soweit ich weiß, ist dieses Set tatsächlich auch das seltenste Tobey Maguire Spider-Man Set, was es überhaupt gibt. Auf jeden Fall sehr interessant.
Das nächste Set trägt die Setnummer 4851 und hat den Namen The Origins und ist tatsächlich eines meiner Lieblings-Lego-Sets. Es bietet zum einen Teil einmal das Labor, also der Schulausflug, wo Peter natürlich von der Spinne gebissen wird, und zum anderen Teil die Entwicklung von Norman Osborn zum grünen Kobold. In diesem wunderbaren Set haben wir 6 Minifiguren, von denen 4 Stück auch exklusiv sind. Das wären dann Peter Parker, Norman Osborn, dieser Professor und Mary Jane Watson. Die sind alle 4 in diesem Set exklusiv. Hier seht ihr noch einmal den ersten Teil, also das Labor, wo Peter von der Spinne gebissen wird. Und hier auch noch einmal den zweiten Teil. Der zweite Teil bietet eine ziemlich coole Funktion. Und zwar kann man da oben dran drehen, dann entwickelt sich quasi Norman Osborn zum grünen Kobold und umgekehrt. Verdammt cool! Das nächste Set ist die 4850 Spider-Mans First Chase und soll die Szene darstellen, wie Spider-Man hinter dem Mörder von Onkel Ben her ist. Ihr wisst es, Freunde, ich will jetzt auch nicht zu viele Spoiler zu dem Film aussprechen. Auf jeden Fall, in meinem Spider-Man-Mock habe ich diese Szene auch unter anderem nachgebaut. Mit dem Mock bin ich noch nicht ganz fertig. Es kommen auch noch weitere Parts zu dem Mock auf meinem YouTube-Kanal. Dieses Set ist tatsächlich auch eines meiner Lieblingssets, aber jetzt nicht unbedingt, weil es so coole Bautechniken oder sowas drin hat, sondern weil es meiner Meinung nach einfach ein sehr nostalgisches und sehr, sehr legendäres Set ist. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt-Sachsenhausen. Hey, ab jetzt übernehme ich! Nein, Spaß, Freunde. Tatsächlich war dieses Set auch Mittelpunkt eines der allerersten Videos vom Held der Steine. Ziemlich, ziemlich cool. Das hier ist tatsächlich mein Lieblings-Lego-Set. Zusammen mit noch einem anderen Set. Und auf Platz 2 ist dann die Schlacht von Helms Klamm. Also, ein unglaubliches Set, der Final Showdown, unbeschreiblich, was ich mit diesem Set verbinde. Es ist einfach ein unglaubliches Set. Mit dabei haben wir 4 Minifiguren. Einmal ein Taxi Driver, Spider-Man, den grünen Kobold, wieder mit den bedruckten Augen in diesem Set, und noch einmal Mary Jane Watson. Ein absolut schönes Set. Auch diese Gondel, die hier an der Brücke entlang fährt, ist auch noch mit dabei. Ein so detailreiches Set, auch für die damalige Zeit, finde ich. Das ist nur meine persönliche Meinung. Das war auch das letzte Set auf der Liste. Und das war's mit diesem absolut epischen Video. Ciao! Hey Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Abonniert bitte den Kanal und liked es, falls es euch gefallen hat. Auf jeden Fall habe ich in diesem Video wirklich 2 Wochen gearbeitet, glaube ich. War auf jeden Fall ein sehr anspruchsvolles Video, auch die ganzen Informationen und so rauszusuchen. Ich hoffe, es hat euch auf jeden Fall gefallen. Also, und schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt, It's Break Time. Ciao, Leute.